Liebe Zuschauer, hallo, Rolf Fuß ist hier. Das gewohnte Team ist auch heute für Sie am Mikrofon. Neben mir sitzt Frank Buschmann, Buschi. Ja, und auch von meiner Seite, hallo. Ich glaube ja, das könnte heute eine richtig gute Partie werden. Und in der heutigen Partie heißt es FC Barcelona gegen Sporting Lissabon. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Messi versucht. Messi wird den Eckball ausführen. Da kommt die Ecke. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Messi. Lionel Messi, ein absolutes Phänomen. Und neben Cristiano Ronaldo. Suarez schießt. Starke Parade. Barcelona bekommt eine Ecke. Kurze Ecke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Das könnte eine Gelegenheit werden. Iniesta. Lionel Messi am Ball. Und jetzt Busquets. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Acuña. Bruno Fernandes. Sergio Roberto. Busquets, was für ein Pass. Suarez geht mit Ball vorne rein. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Ja, der Ball landet im Aus. Was willst du da machen? Bei so viel Druck. Gibt Einwurf. Suarez. Luis Suarez ist ein wahnsinnig gefährlicher Spieler in jeglicher Hinsicht. Buschi, was zeichnet ihn aus? Technisch stark, wendig, ein unglaublicher Torriecher. Den kannst du in jeder Offensive der Welt gebrauchen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Rakitic! Jetzt die Flanke von Messi. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Buschi, eine Frage auf diese Zeitlupe. Absicht oder Glück? Von beiden etwas, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende so präzise, dass es da nichts zu halten gibt. Barcelona geht hier also in Führung. Und nun Carvalho. Bruno Fernandes. William Carvalho. Und Busquets. Und nun Messi. Barça jetzt in der Offensive. Fabio Coentrao. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Messi. Bei allen Erfolgen mit dem FC Barcelona in der argentinischen Nationalmannschaft sind die großen Erfolge des Leo Messi bislang ausgeblieben. Ja, das wurmt sich ja so ein bisschen. Es hat eben noch nicht zum WM-Titel gereicht. Er hat ja 2014 ein tolles Turnier gespielt, aber dann kam Deutschland. Abgepfiffen, Foul vom FC Barcelona. Messi. Da passt er auf und hat den Ball. Bruno Fernandes. Wird das seine Torchance? Cristiano Piccini. Da kommt die Flanke. Da können sie erstmal klären.
Suarez. Fabio Coentrao. Jetzt William Carvalho. Bas Dost. Gelson fängt diesen Ball ab. Fairer Einsatz hier. Lionel Messi. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Und den spielt er gleich wieder zurück. Die Defensive steht. Rakitic jetzt am Ball. Und Suarez. Deulofeu. Er schießt. Suarez, den muss er machen. Der Ball weiter im Spiel. Und er pfeift abseits. Titi. Und nun Carvalho. Cristiano Piccini. Gelson. Jetzt wird's gefährlich. Fabio Coentrao. Da kann er ihn stoppen. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Ja, guter Pass auf Gerard Deulofeu. Klasse gemacht. Es gibt den Eckball und eine gute Gelegenheit hier. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Gelson. Bruno Fernandes. Zu früh gestartet. Es geht abseits. Sergio Roberto. Messi. Gibt Vorteil hier. Und jetzt kann er flanken. Die Chance für Rakitic. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Jetzt können sie vielleicht kontern. Bruno Fernandes. Sie haben immer noch den Ball. Und jetzt die Chance. Da trifft er nicht. Das war die Gelegenheit. Tja, und dann wären sie wieder voll im Geschäft gewesen. Jetzt laufen sie weiter dem Rückstand hinterher. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Messi, ein absolutes Fan. Suarez schießt. Starke Parade. Durchgang 2 läuft. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, jetzt Barca am Ball. Messi versucht's. Eine starke Parade.
Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Die kurze Variante. Andrés Iniesta. Und er gewinnt den Zweikampf. Bas Dost. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Sergio Roberto. Iniesta. Suarez. Busquets. Er zieht ab. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Jetzt hier Suarez mit dem Ball. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Bruno Fernandes. Coates. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Lionel Messi. Barça mit dem Einwurf. Deulofeu. Und das ist der Ballverlust. Da trennt er ihn fair vom Ball. Macht er ihn. Gut abgeblockt. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Und noch eine Ecke. Die Ecke kommt rein. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Messi geht nach vorne. Suarez, er versucht's. Da geht er dazwischen. Barcelona am Ball, gibt Einwurf. Iniesta. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Suarez, den muss er machen. Ganz stark vom Torwart. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Die Ecke kommt, der Ball wurde weggefaustet. Da können sie erstmal klären. Sergio Busquets. Der Ball Richtung Suarez. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Ball kommt flach rein. Vielleicht die Möglichkeit jetzt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und da ist der Ball wieder weg. Das hätte brenzlig werden können. Aber er kommt vorher an den Ball. Gelson. Jetzt William Carvalho. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Iniesta. Luis Suarez. Suarez mit der Chance. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Kurze Ecke. Da zieht er ab. Noch ein Eckball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Sergio Roberto. Der Abschluss hier eher überflüssig. Ja, viel zu weit weg und der Ball geht deutlich vorbei.
Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Cristiano Piccini. Bruno Fernandes. Und Barca hier mit dem Ballgewinn. Suarez geht mit Ball vorne rein. Wieder im Tor aus, wieder Eckball. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Jetzt die Ecke. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Suarez am Ball könnte gefährlich werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und nun Carvalho. Bastos. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Messi. Lionel Messi. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Wird's jetzt gefährlich? Da holt er den Ball zurück und direkt zurückgespielt. Bruno Fernandes. Gelson. So, was machen Sie draus? Gelson. Und er gewinnt den Zweikampf. Und nun Carvalho. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Jonathan Silva. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Jetzt kommt noch mal eine frische Offensivkraft. Sie versuchen hier alles, um zumindest zu einem Unentschieden zu kommen. Dinje. Paulinho. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da geht er dazwischen. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Und Dumbia. Foul von Piqué, ganz klar. Immer noch gefällt. Ter Stegen, der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Schuss! Gut abgeblockt. Und jetzt geht auch der Torhüter nach vorne. Es hält ihn nichts mehr hinten. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Ecke kommt rein. Szene geht weiter. Messi. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Unparteiische pfeift ab. Das Spiel ist beendet. Sie gewinnen. Und das hatten wir eigentlich auch so erwartet. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so eng werden würde. Ja, aber das lag am Gegner. Die haben alles in dieses Spiel reingelegt und ganz ehrlich, sich fantastisch gewehrt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat.
Lionel Messi. Ein absolutes Fan. Suarez schießt. Starke Parade. Jetzt die Flanke von Messi. Er ist da. Der Ball ist drin. Bob. So, jetzt Barca am Ball. Messi versucht. Eine starke Parade. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Suarez, den muss er machen. Ganz stark vom Torwart. Ball kommt flach rein. Vielleicht die Möglichkeit jetzt. Luis Suarez. Suarez mit der Chance. Immer noch gefährlich. Der Stick, der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück.